Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Okay, raste gerade ein bisschen aus hier. So. Ach komm, wir haben explosiven Auftrag in der Nähe, den können wir mal eben machen. Hey Mann, wir treffen uns hinten. Dann erzähle ich's dir. Bleib stehen. Hey, ich weiß doch, du bist... Oh, hey, der Typ, der hat meine Brieftasche. Hey, Mann, wir treffen uns hinten. Dann erzähle ich... Ja. Also. Ja. Der Mann, wenn du nicht in den Knast willst, verschwindest du lieber. Hey, haben Sie Feuer? Ich habe schon Lust, ihn einfach so zu erschießen, ne? Wie dumm kann man eigentlich sein? So lange, wie es halt dauert. Das passiert gar nicht. Hoppala. Bricht aber auch schnell aus, das Ding. Ah, da ist er ja. Zack. Ich wär tot. Verbrecher neutralisiert. Jo. Guten Tag, alles klar. Vielleicht packen wir hier mein Auto, ne? Hinterfrag es nicht. Wir brauchen mehr Zugangsdaten, um den Angriff fortzusetzen. Warum habt ihr es so auf Umeni abgesehen? Während die alten Umeni-Techniker im Knast schmurten, machten die Chipsträger daraus ein Milliarden-Dollar-Unternehmen. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Und einige von denen wurden zu DedSec. Verstanden. Finden wir das nächste Datenpaket. Okay, dann wollen wir mal. Okay, der hat einen Muscle Car. Damit dürft ihr mit dem Auto gut ankommen. Hab dich. Bleibst du wohl hier? Bleibst du wohl hier? Bleibst du, meine Güte. Thank you.
Nö, das war was anderes. Die bin ich auch schon mal los erstmal. Sucht weiter. Sieht ihn irgendjemand? Ach, jetzt komm schon, Typ, mach mal. Okay. Ich muss mir noch einen holen, das heißt, ich kriege mir erstmal ein neues Auto. Mann, das sieht übel aus. Raus! Komm, Rob. Notrufzentrale, was ist der Grund Ihres Anrufes? Ja, Mann, schick ein paar Cops rüber!
Stimme passt auch vorratlich zu dem Typ. Ich musste nur hochladen. Ich dachte schon, da wäre noch ein zweiter, den ich runterladen müsste. Ja, man müsste da auch ein bisschen nachdenken. Exzellent. Mit dem Sprachverzerrer klingst du wie ein Gangster. Wir sind nur, was wir sein müssen. Das nächste Paket wartet. Geht also noch weiter, oder was? Boah, ist das fies, 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 boah! Das war aber ein fieser Scan, ey. Wir müssen ihn platt machen, ich fahre ihm in die Leute, Achtung! Huhu! Noch eins, habt ihr das gesehen? Ja. Schwein gehabt. Schätze, das ist es. Der Typ muss hier irgendwo sein. Na komm, Typ, mach es. Lächerlich. Sieht echt albern aus. Du hast die Bullen geholt wegen mir? Kleiner Wichs. Glaub mir, ich knall dich ab. Danke. So viel dazu. So, da grinst mir noch so ein fixer Auftrag an. Verbrecherkonvoi, das kann doch schon mal was Gutes werden, wa? Hepf.
Ein Drive-By-Shooting haben die also vor. Ich halte sie auf, bevor sie ankommen. Ich weiß schon, was da helfen könnte. Mal schauen. Eliminieren Sie das Ziel. Perfekt. Das ist ja eigentlich schon fast perfekt hier oben. Mal schauen, kann ich ein paar USVs da unten hinschmeißen? Hier habe ich eigentlich eine super Position. Man weiß ja nie. Ach ja. Kommt her, meine Freunde. Das gibt eine super Überraschung. Explodieren die ja gleichzeitig oder explodieren die gleich mit, wenn ich die so nebenher zünde? Zack. Das war einfach und ging schnell. So, das Auto verstecken und jetzt in Ruhe können wir noch ein paar Bomben herstellen. Alles klar, weiter geht's. Sagt er. Das hier wird Aufsehen erregen. Ich muss einen Vorführwagen direkt aus dem Showroom holen und zu meinem Klienten bringen. Das krieg ich hin. Aber wahrscheinlich, wenn er aus dem Showroom soll, ist er wirklich ein tolles Auto und wahrscheinlich auch noch. Ja, unbeschadet, denke ich mal. Das war knapp. Video-Scan autorisiert. Starten jetzt die Suche nach Verdächtigen. Treffer beim Video-Scan, Flüchtiger gefunden. Ja,
Nacht abgehängt. Meine Güte. Anhalten, das ist dein Befehl. Mist. Zum Thema die Karre heil anbringen. Nehmen wir mal wieder die ganzen Nebenstraßen. Also wer die Karre noch haben möchte, ne? Der kennt da echt nichts. Du bist durch diese Flucht, ist wahrscheinlich ist mein Ruf sehr runtergegangen, weil ich einige Zivilisten umgefahren habe. Wie neu. Auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall noch wie neu. Falls ihr gerade gehört habt, das war im Telefonhintergrund. Tut mir leid. So, dann rufe im Grunde mal kurz, um es aufzubessern. Machen wir mal kurz ein Verbrechen und das war's dann auch für diese Folge. Ein bisschen kürzer kurz halten, die Folge, weil ich da irgendwo hin muss. Die Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Tatverdächtigen könnte unser Mann sein, over. Mal kurz die Polizei hier loswerden. Wir suchen
versucht, es entkommt. Gebt sofort ein Täterprofil in Umlauf. Das Verbrechen natürlich weg. Wie gesagt, die Folge halten wir ein bisschen kürzer, weil ich gleich nur wohin muss. Deswegen habe ich nicht allzu viel Zeit heute leider. Ach, weißt du was? Zack. So, wo wir uns? Oh, hier wieder. Oh, 15 Uhr, zack. Jo. Ja. Knapp 27 Minuten, das ist okay. Finde ich. Na komm. Ich würde sagen, machen wir nächste Folge noch wieder ein, zwei Hauptmissionen. Ja, ist eine gute Mischung. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss.